Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Friends, super, 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 super lang ist es her, dass ich eine Create a Sim Challenge gemacht habe. Und da frage ich mich, wieso? Was ist passiert, Leute? Warum machen wir das nicht mehr? Und jetzt dachte ich mir, ich habe keine Ahnung, wann die letzte ist. Könnte es schon ein Jahr sein? So richtig so Ugly to Beauty könnte vielleicht schon ein knappes Jahr sein. Aber ich glaube, so Glücksrad-Challenge und so, das haben wir mal gemacht. Ist aber, denke ich mal, auch schon über ein halbes Jahr jetzt her. Und deshalb habe ich gedacht, belebe ich das heute einfach mal wieder. Und wir machen eine ganz normale Ugly to Beauty Challenge. Wirklich, wir holen das Beste aus dieser Person jetzt raus. Wir werden gleich ins Game reingehen, Friends. Und wenn ihr diese Person gleich seht, vielleicht müsst ihr euch auch übergeben. Aber vielleicht sagt ihr auch, es ist okay. Aber ja, Friends, ich wollte euch nochmal ganz kurz daran erinnern, dass ihr bis Ende der Woche ein Pack eurer Wahl, ein Spiel eurer Wahl auf Instagram gewinnen könnt. Also checkt es auf jeden Fall in der Videobeschreibung ab und macht mit. So, Freunde, jetzt sind wir auch schon im Game und ihr seht die gute Maus gerade schon von hinten. Ich drehe sie mal um. Ich denke, es könnte schwierig werden. Wer dieses Sim erstellt hat, wow. Wow, wirklich wow, Leute. Aber immerhin matcht alles so ein bisschen, ne? Hier ist so blau, da ist das blau, hier ist da. Also, so ein bisschen Gedanken hat die Maus sich schon gemacht. Und falls ihr wollt, dass ich euren Sim mal benutze, euren hässlichsten, schlimmsten Sim, dann ladet ihn gerne unter dem Hashtag Nightulon in die Galerie hoch. Und dann werde ich vielleicht auch mal sagen, wie das Sims von euch benutzen. Das habe ich ja auch sehr lange nicht mehr gemacht. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen jetzt an. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, weil der Druck ist groß heute. Also, weil heute ist nicht nur so ein Klick. Oh, oh. Heute ist nicht nur so wirklich ein Klick und fertig ist sie. Also, mehr darf ich da nicht. Sondern heute muss ich alles, also ich kann so oft ziehen, wie ich möchte, was ja erstmal gut ist für mich. Aber das heißt, am Ende sollte es dann schon schön sein. Also, wir sollten jetzt am Ende nicht unbedingt so krass reinkacken. Und das ist auf jeden Fall, sieht jetzt schon mal irgendwie schwierig für mich aus, weil diese Nase hinzubekommen. Oh mein Gott. Was wurde sich vor allem diese. Was ist denn das? Diese Lippe oben ist so riesig, die unten ist so mini. Das ganze Gesicht ist so. Ach du Scheiße, Leute. Wie mache ich das denn wieder gut? Wie soll ich das? Ich weiß, was es auf jeden Fall gleich retten wird und ihr wisst es auch schon. Nämlich Wimpern. Ach du. Heilige Scheiße, Leute. Und jetzt ist das hier größer. Ich mach mal die Nase. Hübsch, hübsch. Ja, ja, oh. Oh, kann ich das... Oh, das ist ja auch schlimm. Ach, wie, was muss ich denn hier jetzt machen, Leute? Ich hab das ganz verlernt. Ach du Scheiße, was muss ich denn hier... Kann ich die Nase hochholen, ja? Die Nase sieht aktuell noch ein bisschen schlimm aus. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ja, irgendwie weiß ich gerade noch nicht so genau. Sie sieht ein bisschen aus, nicht wie ich mir das erhoffen würde. Ich gebe ihr mal ganz kurz Haare, einfach nur damit ich es so sehe, wie sie so mit Haaren aussieht, weil ich hoffe einfach durch die Haare wirkt es besser alles irgendwie. Ich weiß es nicht, Leute. Oh mein Gott. Also so... Ja, das Gesicht ist noch ein bisschen sehr verdellt. Oh ja, das ist, glaube ich, gut. Das ist, glaube ich, gut. Und dann die Augen auch noch so ein Stück rein. Ja, die Nase ist auch sehr groß, Leute. Also wirklich sehr, sehr groß. Und der Mund, den können wir auch noch... Naja, also, irgendwie sieht es noch ein bisschen so wie gewollt und nicht gekonnt aus. Aber ich glaube... Vielleicht kriegen wir das hin, Leute. Vielleicht kriegen wir einfach, wenn wir hier alles so ein bisschen zurechtziehen, das Kinn auch noch so ein bisschen. Ja. Ja, 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 Leute. Oh, so. Sieht sie jetzt schon langsam süßer aus? Ich weiß es noch nicht. Die Frisur irritiert mich noch ein bisschen. Ich weiß aber, was wir jetzt auf jeden Fall ihr erstmal geben, und zwar Wimpern. Denn das finde ich, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Freckles wollte ich ihr nicht geben. Ich wollte das machen. Und ihr große Wimpern. Oh, das sind aber sehr große Wimpern. Hier, die Wimpern wollte ich ihr geben. Und dann sehe ich auf jeden Fall schon, dass das noch nicht so sein soll, wie es ist. Jetzt kann ich, glaube ich, das Auge nicht mehr so gut bearbeiten, ne? Durch die Wimpern. Ah, das war jetzt nicht so schlau. Aber
Ich weiß es nicht, geht das so? Oh Gott, Leute, ich weiß nicht, ob das okay ist. Ich weiß es wirklich nicht. Bitte seid mir nicht böse, ich habe diese Challenge so lange nicht mehr gemacht. Also ich brauche auf jeden Fall auch eine andere Hautfarbe, weil Clown White, Leute, das nehmen wir hier nicht. Oh, das war nicht so die Hautfarbe, die, oder? Doch, vielleicht ja schon. Falsche Richtung, so? So finde ich, sieht's nicht so schlimm aus, oder? Also ich denke, Make-up wird da noch viel retten müssen, auch. Aber ich finde, vom Gesicht her sieht sie doch gerade gar nicht mehr so schlimm aus, oder? Bitte sagt mir, dass ich nicht, also bitte sagt mir, dass es okay aussieht, Leute. Okay, wir machen hier Hälfte, hier ein bisschen und ziehen sie mal aus. Wir sagen mal, okay, weg, weg, weg. Ja, also das kannst du eigentlich behalten von mir aus. Und wir müssen jetzt irgendwie deinen Körper hier so ein bisschen wenigstens anpassen, damit der nicht mehr so aussieht, als ob du solche Schultern hast, so eine Hüfte und dann wieder so den Ass. Also, ne? Das machen wir hier nicht. Oberarm ganz okay, Unterarm so. Schenkel mehr und nicht. Hä, aber sie sieht doch gerade... Also ich weiß noch nicht, ob ich mit diesem Gesicht so, so happy bin. Aber das Gesicht war halt vorher so. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt schon ein bisschen stolz. Die sieht gar nicht so schlimm aus, oder? Oder? Ja, doch. Also Leute, die sieht doch echt ganz süß aus. Und jetzt gucken wir einfach mal, in welche Richtung es geht mit den Haaren. Und ich sehe jetzt schon, dass das safe 10 Jahre dauern wird, bis wir uns durch meine 10 Millionen Haare geklickt haben. Aber kein Problem, wir haben ja Zeit, Freunde. Ich fand ja die erste Frisur eigentlich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. So, dass der Rest sieht so ein bisschen unnatürlich an ihr aus. Obwohl das ja eigentlich auch ganz gut aussieht. Was ist das denn hier? Ah, auch wieder so eine modern, wilde Frisur. Sie kriegt einfach das und damit muss sie leben. Oh mein Gott. Auch süß an ihr. Steht hier tatsächlich auch sehr gut. Ich muss sagen, die fand ich bis jetzt wirklich am besten. So zopfmäßig hat mir, glaube ich, ganz gut gefallen an ihr. Was haben wir hier noch so? Ist auch süß. Kannst du bitte aufhören, so viel zu lachen? Hier gibt es nichts zu lachen. Es ist super anstrengend und super schwer für mich. Ah, das gefällt mir nicht. Es ist super anstrengend und schwer für mich mal wieder nach so langer Zeit. Oh mein Gott! Sorry. Nach so langer Zeit wieder hier so eine Create a Sim Challenge zu machen. Und Leute, ich habe oh mein Gott gesagt, weil ich mir dachte, wie Hammer, perfekt für Landhausleben, Leute. Vielleicht sagt die Fran irgendwann mal so, jetzt ist es Zeit und ich setze auch so ein Ding auf. Oder die Fran macht sich sowas drum und macht ihre Extensions wieder rein. Leute, ich könnte mir alles vorstellen und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ach nee, das ist alles, also da muss ich sagen, das ist alles hier nichts. Das war auch ganz süß gerade. Aber ich glaube wirklich, der Zopf vom Anfang war bis jetzt mein Favorit. Und der Rest ist hier wirklich so, wenn ich mir das angucke, da denke ich mir dann immer so, wie viel wurde hier, weiß ich nicht. Also das ist da ja auch, was ist doch da? Also sowas ist ja auch ganz gut an ihr, aber ich muss sagen, ich fand den Zopf irgendwie schöner. Was ist das? Ach, nee, das machen wir nicht. Wo ist denn der Zopf? Gib mir mal den Zopf wieder. Den Zopf, den fand ich super. Kannst du uns direkt mit auf die Farben gehen, ne? Also, wolltest du nur mal anbieten. Da ist der Zopf. Was ist das hier? Ist es gut? Das ist auch cool irgendwie. Das ist auch mal was ich auf jeden Fall noch nicht hatte. Hey, das nehmen wir mal, Leute. Das nehmen wir jetzt aber mal. Und sie hat auch so schöne blaue Augen. Gefällt mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Wie es gerade so aussieht bis jetzt. Und ich würde ihr beim Make-up, ja, gucken wir dann mal, ne? Also wir müssen ja jetzt erstmal hier so ein bisschen den Körper machen. Sie hat auf jeden Fall jetzt wieder ein sehr breites Becken. Egal. Was ist ihr Style, Leute? Was ist ihr Style? Ich weiß es nicht. Oh, wow, wow. Wird sie wieder freizügig wie alle meine Sims? Ach, guck mal, damit könnte sie auch direkt auf die Farm gehen. Das sieht richtig entspannt und chillo aus. Hä, wie Hammer, was habe ich denn für coole Outfits? Warum nutze ich die nie? Also jetzt mal for real, das ist ein super cooles Outfit. Was ist das? Was gibt es denn hier noch für Farben? Aha, echt, echt schick. Da muss ich mal sagen, top, ja doch, finde ich gar nicht mal so hässlich. Finde ich cool, der Mantel gefällt mir halt extrem, Leute. Der gefällt mir wirklich extrem. Und dann kommen jetzt noch einfarbig, ne? Einfarbig finde ich nicht so schön. Ich finde den ja echt schön, ne? Ich muss da sagen. Und jetzt noch so eine geile weite Hose. Die nicht. Ich habe einmal so, wisst ihr noch, als ich so diese Hosen meinen Sims gegeben habe. Lang ist sehr.
Ach, sie sieht einfach cool aus. Sie sieht einfach wirklich cool aus. Hä? Voll. Voll, Leute. Also, könnt ihr jetzt mal nichts sagen, ne? Auch Hammer aus. Wäre diese Symbole nicht drauf, würde ich echt sagen, jo. Oh. Aber ist das dann schon alles? Ist das dann ihr Look, Leute? Können wir damit schon zufrieden sein? Eigentlich schon, ne? Eigentlich ist das für mich ein chilliger Look. Ich hätte gerne ihr Bauch frei eigentlich mehr gesehen. Aber vielleicht ist auch so eine helle Hose gut an ihr. Doch, vielleicht ist es die helle Hose. Vielleicht ist es wirklich die helle Hose und wir sagen, geil, das wollen wir, das lieben wir. Und jetzt noch so ein paar, entweder die Vans, weiß ich nicht, passen die dazu? Oder halt hier die hier. Die sind auch okay. Die sind auch okay dazu, würde ich jetzt mal sagen. Was für mich jetzt noch wichtig ist, sind so ein paar Details. Also hier so ein bisschen was zum Drunterziehen für die Maus, damit ihr nicht kalt wird. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte eigentlich hier so ein paar Ringe, so ein bisschen Schmuck fände ich ganz cool. So ganz leicht und so heller Schmuck und so ein paar Nägel noch so ein bisschen, so weiße Nägel, ganz dezent, ganz süß. Und jetzt müssen wir mal Make-up gucken. Kann ich das hier noch alles so ein bisschen? Ja, kann ich. Ach, ich weiß es noch nicht, Leute. Kann ich mal ganz kurz hier was schauen? Hier ist alles normal, ne? Also so eingestellt, wie man nicht, wenn man nichts einstellt halt. So. Irgendwie. Ich weiß es noch nicht. Jetzt sieht sie aus, als ob sie mehrere OPs hatte im Gesicht. Das wollen wir eigentlich nicht. Ich bin hier mit diesem Gesicht hier unten noch. Oh! Noch nicht ganz so zufrieden. Aber naja, jetzt sieht sie aber auch ganz schön zusammengequetscht aus. Och Leute, jetzt ziehe ich hier an irgendwas, woran ich gar nicht ziehen will. Okay, vielleicht so ein bisschen hoch, so? Und nochmal ein bisschen zusammen? Nee. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also die Augen sehen halt schon krass unnatürlich aus. Aber was soll es, Leute? Oh, süß. Aber irgendwie müssen wir ja hier was reißen jetzt noch. Wir müssen ja hier irgendwie jetzt noch so ein bisschen Make-up draufballern. So vielleicht so ein bisschen so bräunlichere Töne. Ich sagte braun und nicht, das ist pink. Hier, das ist glaube ich sehr... das ist glaube ich nicht das, was wir wollen, Leute. Nee. Oh. Ich möchte einfach nur so ein bisschen... Was ist das hier? Bisschen was bräunlicheres. So was warmes. Bräunliches, Ach, irgendwie nicht das, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt hatte. Vielleicht hier. Vielleicht ist es ja hier. Das ist auch ganz schön hell. Oh je, Leute. Oh je, wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht ja furchtbar aus. Hier vielleicht. Nee, auch nicht. Das sieht alles so... Was soll das? Das wird mir so richtig dunkel angezeigt. Dann klicke ich drauf und es ist so hell. Dann kriegt sie jetzt das. Pech gehabt. Ohne Witz, dann gibt es nicht mehr für dich. Dann gibt es nicht mehr für dich. Dann hast du verkackt. Den Eyeliner, den wir immer nehmen, weil der hat hier schön Highlighter. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Highlight für dein Gesicht. Deine, ja, doch, ist schon okay. Ist schon okay. Doch, doch, das wird. Das wird, das wird, das wird. Und ich glaube, für meinen ersten Sim nach so und so viel Wochen, Monaten, ist sie gar nicht so schlimm geworden. Also, ich glaube, da hatten wir schon deutlich schlimmere Sims. Da hatten wir, glaube ich, wirklich schon deutlich schlimmere Sims. Und jetzt kriegt sie halt hier noch so ein bisschen Highlighter ins Gesicht. Gab es nicht noch einen anderen Highlighter? Hier der, oder? Den gab es ja noch. Ist der cool? So ein bisschen... Das ist ganz schön viel Highlighter. Aber das ist tatsächlich sehr viel Highlighter. Kann ich den auch ein bisschen geringer machen? Ist das das geringere? Ja, das so ganz... So ein bisschen... Bisschen ist gut. Bisschen ist gut, würde ich sagen. Ja. Naja. Sie ist ganz okay, würde ich mal sagen, oder? Also... Doch, ich denke, ich weiß es gerade nicht, ob ich es mir einfach nur einrede, dass es nicht so schlimm aussieht. Es sieht ja eigentlich auch nicht schlimm aus, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gesicht nicht so getroffen, wie ich es gerne hätte. Aber dann gucke ich mir sie an und denke mir so, naja, irgendwie haben wir es ja schon verbessert von so. So, ist ja schon irgendwo ein Glow-Up und ihre Frisur sieht Hammer aus. Ich feiere die Frisur richtig. Ich bin bloß... mit dem Gesicht nicht so happy. Aber es ist okay, oder? Fürs erste Mal nach so vielen Monaten, Leute.
könnt ihr mir das hoffentlich verzeihen. Vielleicht sagt ihr auch, wow, die ist mega pretty und die sieht voll geil aus. Ich finde, sie sieht auch gut aus. Aber ich finde, wenn wir zum Beispiel jetzt Fiona oder Fran angucken, die sehen halt nochmal ein bisschen geiler aus. Aber trotzdem, sieht aus wie eine Maus, die Abrahimi Queen. So, Friends, das war's dann aber auch von dem heutigen Video von der Creator Sim Challenge, Ugly to Beauty Challenge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir wieder Bock habt auf mehr Creator Sim Challenges, dann lasst gerne positive Wertung da. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst gerne einen Kommentar da und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und beim nächsten Mal ist es wieder Landhausleben. Also freut euch auf die Fran, die Fiona, den Finn und den Fluffy und unsere Tiere. Bella und anders. Noch anders heißt das Lama. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, 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 ciao und ciao.